Steinmeier pinkelt daneben. Ja, ist aber wirklich so. Also. Muss ich, mal eine kurze Frage, muss ich dieses Pursuit Fluid Conduit nehmen oder einfach Ender Conduit? Oh. Precised. Das kann ich jetzt gerade nicht beantworten. Pressurize heißt das. Pressurized. Das es wird immer komischer. Pressurized. Presser mit Reis. Reispresse. Oh, Reispresse. Das könnte man jetzt falsch verstehen. Entweder heißt es Reispresse oder es heißt Reispresse. Think about ich wähle für Reispresse eindeutig. Vielleicht waren die Japaner deswegen da für Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Ah, ja, ich verstehe einiges jetzt. Deutsche Lais, perfekt. Ja, brauchen wir. Lais, alles perfekt. Deutsche Lais, ja. Die Endermänner sind nicht so schlimm wie die Spinnen. Mhm. Und rücken sich nicht raus. Ja, okay, gut, das kann. Und was, wenn? Da muss ich die Grinder einen vorsetzen. Okay. Du dies, ja. Oh Mann, jetzt baue ich natürlich wieder die Hälfte ab hier. Ach ja, immer dieser Stress. Du Taps. Was? Er gibt es zu. Er war der Partei nah, als der Lucke noch da war. Ja, danke schön, das wollte ich vorhin noch sagen. Ja, voll und ganz. Da hat man vielleicht noch die Partei irgendwie verstanden. Ja, aber. Ja. Jetzt macht's keinen Spaß mehr. Ja, Enderman ist da. Sehr schön. Muss ich das nur noch verbinden mit einem Itemduct? So. Wie schaut das Ding aus? Was denn? Ach, das ist dieses schwarze Viech da, oder? Yeah. Ja, ja. Ja, okay. Kennst du's? Ja, jetzt weiß ich schon, okay. Ja. Simply clever. Du kennst also die schwarzen Viecher. Was? Das war auf die Endermänner bezogen. Ich musste gerade dreimal drüber nachdenken. Weil wir es vorhin darüber hatten. Von der AfD, ne? Also. Oder meinst du zufällig die Nigerianer? Nein. Ich meine die Endermänner. Oh mein Gott, okay. Oh Gott. So, Enderpearl Farm ist aktiviert. Sollte nicht passieren. Weißt du, was cool wäre, Justin? Nee. Wenn man den Builder's Wand mit dem ME-System verknüpfen könnte. Boah. Kannst du auf Pokestar spielen? Auf Pokestar? Ist das ein Land? Ach, Pokerstars. Ach so. Pokerstars. Ich hab Pokestar. Nur so Hälfte lesen können. Nigdino, wenn du mir das Geld dafür gibst, ja. Und nur wenn du den Gewinn behalten darfst. Genau, oder wir machen ich 70, du 30. Ja, das ist noch besser. Ja, das ist sogar noch fairer als das, was ich vorgeschlagen habe. Ja, ne? Nicht. So, guck mal hier, das sind Endermänner. Warte. 3, 2, 1. Da muss noch eine Conveyor Belt drauf. Ah, ja, okay. Was macht es denn hier? Nein, wie habe ich das jetzt wieder aktiviert? N? M? Wie mache ich das nochmal kleiner? Jetzt bevölkern die Endermen unsere Basis, oder was? Wie habe ich das nochmal so groß gemacht? Was ich aber tatsächlich ein bisschen schade finde, ist, dass wir keinen Friedenstisch hier verwenden können irgendwie. Das ging, beim alten Haus ging das, aber, also dieses Peaceful Table, sagt ja was ordentlich. Aua! Au! So. Ach ja. Kannst du auf Pokestar spielen, ja. Auf Pokestar. So, das können wir ja auch schon zumachen. Außerdem ist Gambeln auf Twitch, glaube ich, verboten, kann das sein? Oh, das kann sein. Ach, scheiße. Wenn es Werbung ist? Ja, dann steht da einfach nur Dauerwerbesendung oder sowas in der Art. Wobei, ich glaube, das ist vielleicht in...
Ich habe, glaube ich, US-Channels mal gesehen, die das, glaube ich, gemacht haben. Kann das sein? Oder vielleicht ist es mittlerweile vergessen. US-Channels. Ich mache auch gerne Channeling. Hallo? Oh Gott, jetzt kommt diese düstere Musik. Du denn keine, warum kriegst du denn kein... Wieso kriegst du keine Essenzen? Lecken Sie meine chinesische Nudel. Schon wieder. Wieso kriegen du keine Essenz? Oh, hier ist auch keine Essenz dran. Oh ja. Der ist immer so. Ich hab keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Ach nee, da ist doch ein Fluid-Dingens. Hm. Hey, Leute, Inix weiß. Insert. Oh Gott, hier muss ich in jetzt aber viel weghaben. Oh, wow. Hier ist auch Enderfluid. Enderfluid. Das kann jetzt dauern. Muss das extracten? Was macht ihr mit dem Zeug da, was die da... Was, also was braucht ihr von diesen Endermännern? Enderperlen. Ja. Wobei wir schon diese Enderlilien haben, wo du quasi die Enderperlen halt einfach künstlich schon erzeugen kannst, in Anführungsstrichen. Okay. Also, eigentlich ist das nur ein Experiment, damit wir wissen, wie es funktioniert. Okay. Weißt du, was ich mich frage? Warum zieht er keinen Fluid raus? Hast du einen Fluid-Kontakt? Lieber Justin? Hab ich. Okay. Dann. Muss ich Insert machen? Ja, ne? Oder soll ich mal In und Out machen? Mach mal Insert. Mach mal In und Out, mal gucken. Oder In und Out, ja doch. So. Okay. Dann muss ich hier vielleicht auch In und Out machen. Mhm. Okay. Das hat eine Priorität von 2. Weg damit. Auch nicht. Oh Gott, ich hoffe, es passt hier. Wow. Ouch. Voll. Dankeschön. Das ist der ganze Kies unten. Ich krieg die Krise. Alex, ich krieg die Probleme hier nicht fertig. Da kann ich dir nicht helfen. Ich bin nämlich in einer Höhle. Die Extracten tun, danke. In und Out, das soll Extracten, richtig? Ich komme gleich nochmal rüber. 4000 Cent, ich krieg's nicht raus. Was ist denn das für ein Dreck? Okay. Also, wie gesagt, wenn du mir das Geld zur Verfügung stellst, ich gehe gerne auf Pokémon Stars. Pokémon Stars jetzt schon? Nein, auf Pokestars. Ach so. Du meinst. Ach so. Also. Will da jemand, dass du Pokémon Go spielst oder was? I play Pokémon Go every day. Hör doch auf, bitte. Na, komm. Das Sonne geht mir gerade die Zinn auf den Piss. Ah, Moment. Ich komm. Okay, so. Wie viel steht's zurzeit, Nico? 13-3. Oh, für? Für LA, für die Rams. Ja, okay, gut. Ist gut so. Ich bin eindeutig für die Rams. Okay, dann hoffen wir mal, dass das so bleibt. Ist du das Item Duct, was hier so komisch glänzt, oder ist das das Fluid Duct? Ne, das ist das Fluid Duct. Warum kann ich dich denn nicht anwählen? In und Out, der soll extracten. Automatisch extract, always active. Hab ich gemacht. Always active, ist das nicht war das nicht irgendwas für Frauen oder sowas? Ne, ich weiß, wo der Fehler liegt, glaube ich. Was macht er denn jetzt? Hallo! Bitte guck dir mal den Stream, bitte! Hallo, was ist los? Hallo? Bist du noch am Leben überhaupt? Hallo? Ah! Epilepsieanfall. Hallo? Ich find's grad lustig. Entschuldigung, ich weiß nicht gerade warum, aber ich find's lustig. Voller Epilepsieanfall. Machst du da gerade eine Disco? Keine Ahnung, was das war. Wenn, dann ist die Frage, warum hast du mich nicht eingeladen? So. Muss es never active sein? Nee, auch nicht, ne?
muss always active sein, so wie bei den anderen halt. Wieso zieht er denn hier keine Essenz? Oder liegt es daran, weil ich den hier angeschlossen habe? Hat der noch Essenz drin? Ich hoffe. Nee, der ist every empty. Every day empty. Every day empty, yes. Oh, ich muss. Ich schließe da mal eine Drum zwischen. Ich war vor 2 Tagen. Am Freitag. Ja, vor 2 Tagen. War ich auf der Buchmesse. Habe ich ja dem Justin auch schon erzählt. Und oh yeah. Ich hatte ein super, super interessantes Gespräch mit jemandem. Dieser Mensch, es war ein sehr integrer Mensch. Der war sehr integrationswürdig. Mit dem habe ich ein nettes Gespräch darüber gehalten. Vorsicht, haltet euch fest. Ein bisschen lauter, bei mir sind ganz viele Kühe. Okay. dass die Welt ja Außerirdische kennt und es gäbe ja bereits eine Botschaft der Venus in der USA und die Amis wüssten das ja. Okay. Und es gäbe auch eine Botschaft des Vierten Reiches, weil ja der Herr H. überlebt hatte. Kann das sein? Und er sagte dann noch so, ja, und soweit ich mich entsinne, habe ich auch jetzt schon die Erfahrung mit seinem Sohn machen können, der ja jetzt im Moment Reichskanzler ist. Und da ist er sich sicher, oder? Ich weiß es nicht. Ich wollte nicht sein. Ich wollte ihn nicht anzweifeln. Er schien so überzeugt. Aber das Gespräch war ziemlich lustig, zumal das war so ein kleiner Stand. Der hat eigentlich von der Zeit, also von der Zeitung, hat er ja Abos vertickt. So. Und dann stehst du da halt und er sagt dann so, ja, ich lese den Kram ja nicht. So ungefähr. Also so, ich lese den Kram ja nicht. Ich verscherbe den ja. Ich muss ja von irgendwas leben. Aber dieses System, das ist ja so ganz schlimm. Und wir sollten uns nochmal in unserer Welt Gedanken machen, wie wir eigentlich leben wollen. Und Alter, ich habe gedacht, ich fall vom Glauben ab in dem Moment. Ich bin fast durchgedreht. Red, upper red. Was? Das Slack-Check. Ja, glaubst du, Trump ist von der Erde? Ja. Ich hätte den das fragen sollen. Ich glaube, der hat gesagt, nein. Warum er nein gesagt hätte, aber das liegt ja eigentlich, das ist ja schon sichtbar für uns alle. Das Problem ist halt, dass wir haben halt ein Problem mit Reptiloiden, die unter der Erde leben. Und diese Reptiloiden, die würden ja die ganze Welt beherrschen. Okay, das... Also, ja. Ne? Pulpa. Und ich muss auch noch, also er hat mich auch noch mal sehr gelobt. Er sei ja ganz glücklich darüber, dass er mit mir reden konnte. Ich hätte ihm ja so wunderbar zugehört und ich hätte ja genau seine Meinung. Nein, habe ich nicht. Ich will das noch einmal betonen. Nein, habe ich nicht. Du hast doch so eine Sendung, wo die Echsen, ja, ich sag jetzt mal Echsen, ja, in so Menschenkörper schlüpfen und die Welt beherrschen wollen und so. Verdammt, wie heißt denn das? Predator? Nein, da gab es so eine Serie auf ProSiebenMax, glaube ich. Oh Gott. Ja. So was guckst du dir an? Das ist vor, boah, keine Ahnung, ewig, vor ja? 7 Jahren oder wann war das? Okay, auch da ist was. Also, ich muss zugeben, ich bin... Also, ich fand das auch ziemlich interessant, weil er dann auch irgendwann erzählte, ja, es gäbe ja Beweise, dass die Erde innen drin hohl ist
Und ja, ich glaube, der war innen drin hohl. Ich glaube, das war das Problem. Und dann sagte der Herr noch, ja, das hätte ja einer, was hat er gesagt? Das hätte ja ein norwegischer Fischer herausgefunden, dann, weil er, also weil der norwegische Fischer halt, dann irgendwie an den Nordpol oder so gereist ist mit seinem Schiff. Und dort hätte er dann ein Loch, ein riesiges Loch gesehen. Und dort wäre er dann den ganzen Reptiloiden und den großen Riesen begegnet, die ihn ja schon ganz freundlich begrüßt hätten. Einfach nur ein bisschen gekokst. Ich glaube, das ist zu wenig für so. Was schreibst du? Mehr Reptil geht nicht, oder? Ja. Ich glaube, der hat einfach ein bisschen gekokst. Ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. Gute Nase. Und der hat eine Leine gezogen, auf jeden Fall. Das war jetzt keine Anspielung auf das, was wir vorhin hatten, aber es war lustig. Der hat eine Leine gezogen. Schau, dass Slackjack wieder auch da ist, was dran, stellt er die Merkel an einem See vor. Mehr Reptil geht nicht. Stell dir das mal vor, ja. Ach ja. Nee, lieber nicht. Warte mal. Stimmt. Die ist doch mal, glaube ich, die ist zu den Eisbergen an der Antarktis oder wohin? Ist sie doch hingereist und hat sich die ja angeschaut, dieses Naturproblem. Natürlich, damit Mutti mal wieder zeigen kann, dass sie am Start ist. Guck mal, kaum kriegen wir von der Merkel, hatte ich gerade 10 Zuschauer. Und es ist lustig. Ja, 7. Hm? Ja, einfach kommen. Jetzt ist aber was los hier. Okay, ja, jetzt aber was los. Und was war das nochmal? Genau, also die wäre ja die ist ja an den Nordpol gefahren, um Eisberge zu sehen, ne? Und dann waren keine mehr. Nee, die ist in dieses Riesenloch reingefahren, wo die Reptiloiden sind. Die ist bestimmt eine. Ich bin also fest davon überzeugt. Echte Merkel eigentlich tot und da ist einer nur in ihre Haut geschlüpft. Nee, es gibt, die war von vornherein schon ein Reptiloid, genau wie Kohl. Ich brauche ganz schnell deine Hilfe, Alter. Ich weiß nicht, was hier los ist. Was machst du denn? Keine Ahnung, was der hier macht. Ich will das extracten. Das, was da drin ist, will raus. Oh. Ja, das ist normal, wenn man auf Toilette geht. Aber erzähl weiter. Aber das Problem ist halt, er weiß nicht, was er rausholen soll. Ja, am besten. Oder stell die ganze, glaube ich, hier oben ein. Warte mal, weiß. Am besten nichts. Extract Red. Es sieht immer lustiger aus hier. Meine Güte. Schaut euch das mal an. Das wird lang. Ich glaube, ich mache hier die Hallen aus die Minen von Moria, glaube ich, oder? Das wäre doch was, oder? Das wäre ein Projekt. Boah. Sowas darf man mir nicht sagen. Ja. Ich weiß aber nicht, wie ich das Fluid hier rauskriege. Always active ist es. Das kriegst du schon hin. Ich muss hier gerade die Minen von Moria bauen. Hallo? Das ist viel anstrengender. Hallo, Endelman. Hallo. Honeckers Labor, wo bestimmte Reptilien züchtete. Ach, da kommt die Merkel her. Ach so. Honeckers Labor. Wie viel Leben hat so ein Enderman? Ach, also, Dubsys Ding sagt es. Ja, also, ja. Ein Schwein auf dem Kopf. Das Honeck, ja, stimmt. Das ist richtig. Das wird wohl so sein. Ja. Die haben die alle nachgezüchtet. Der kann hier keine Energy mehr hinfördern, weil er voll ist. Ich glaube auch, ich habe es auch verstanden, glaube ich. Ich hoffe, ich habe es verstanden. Eigentlich war das so, dass die Merkel ein Klon von Helmut Kohl ist, aber halt auch als Reptil natürlich, aber man hat sie ja logischerweise als Frau gemacht, damit der normale Mensch den Unterschied erkennen kann. Damit die Theorie erhalten bleibt. Ich glaube, wenn du jetzt nicht gleich zum Justin fliegst, dann... Was war das, oder? Dann, ja. Dann weint er gleich live auf Twitch. Ach, warte mal, bringt das Views? Ich glaube, ich habe da so eine Idee. Ach, Justin, nicht weinen. Ich komme. Er gibt sich Mühe. Wo bist denn du? Hey, Hui! Hui!
Nein, 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 nein. Oh. Seit ich Merkel kenne, verstehe ich die Unschärfe-Theorie. Was ist eine Unschärfe-Theorie? Das muss man gerade sagen. Beweis. Auferstanden aus der Ruin ist nicht die Ruin Deutschland gemeint, sondern die Hochkultur der Echsen. Ja, richtig. Das ist wahrscheinlich die... Unschärfe, die Angelika Merkel. Die das, wahrscheinlich war das die Hymne. Jetzt check ich es erst. Mit der Unschärfe. Ich hab den noch immer nicht, tatsächlich. Ja, Angelika Merkel ist nicht scharf, sondern unscharf. Ach so. So, hier geht der ganze Essenz nicht raus, hier. Mob-Essenz. Okay, was machst Warum du? Warum nicht? Verschwinde. Geh weg. Also, Items raus. Mhm. Und was active ist es? Und die fließen zum Moppel. Hier da rein. Hier geht's, ja, hier geht's angeblich rein, aber nur von hier. Und der das gleiche eingestellt ist. Ich glaube, der geht automatisch in den Spawner. Das sind so viele Kanäle. Das hier geht von der Trump, ne? Donald Trump. Von Donald Trump? Aber von da kommt Trump. Doch die ganze Zeit was rein. Ja, aber von hier. Von den hier. Der ist leer. Der andere ist ultra voll. Der eidelt auch. Ach, du hast zwei gebraucht. Weil er zu voll ist. Der hier. Ja, und da kommt die ganze Zeit. Essenz. Okay. No. No. Hast du gehört? No. No. Okay. Aber wenn ich jetzt die Donald Trump hierher hole. Nee, warte, mach mal gar nichts. Warte, ich mach mal kurz die Donald Trump hier hin. Nein, nichts machen. Nein, Sekundell. Ich packe die hier Donald Trump jetzt hin. Macht der auch nichts? Macht er was? Oh! Macht er nicht. Er zieht hier oben nichts raus. Aber es kann sein, dass es vom anderen Gehöft ist. Oh mein Gott, das sieht so mega kompliziert aus für einen, der das. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Der ja. Einfach nur Assassin's Creed spielt. Hilfe! Ich will hier raus. Hilfe! Komm hier nicht raus. Doch, du musst nur ganz nach rechts gehen. Jetzt. Ganz nach rechts fliegen am besten. Okay. Der eidelt zwar die ganze Zeit, aber ich möchte ja auch die Essenz da haben. Ne? Nicht? Ja. Nicht. Ich glaube, ich sehe den. Ich habe nichts Falsches eingestellt, oder? Ich sehe den Fehler. Guck mal, komm mal hierher. Komm mal hier. Geh mal in die Ecke und guck dir mal die Leitungen an. Und sag mir, was fehlt. Wie viele Leitungen siehst du? Zähl mal nach. Da! Ich wollte dich jetzt mit dem Kiefer hauen. Ich frag mich die ganze Zeit, warum das nicht funktioniert. Der vergisst einfach. Okay. Ah, damit wir einen kleinen Speicher hier drin haben. Monster wieder an! Kennst du das? Dann arbeitet der und arbeitet. Der hier keiner. Dann müsst du ziehen. Das dauert vielleicht nur. Warte mal ab. Guck mal, ob du alle Leitungen gelegt hast. Ja, du hab ich. Ja, das hab ich gerade auch gemerkt. So. Always active hat gefehlt. Ah! Kannst du die Monster gerade noch ausschalten? Oh, Pussy. Ja, ich habe keine Lust, die ganze Zeit jetzt diese Monster zu prügeln. Ich habe Greystone. 1, 2. 50 Shades of Greystone. Ich sag gar nichts mehr. Hat einfach mal so ein Kabel gefehlt. Ey, ich könnte mich doch am Arsch legen. So. Nee, lass mal. Oh ja, jetzt. Also, die Idee mit den Minen von Moria ist ja schon mal dabei, ne? Ich überlege mir, ob ich mir nicht... Also ich wäre dafür, dass wir die Mine von Angelika Merkel bauen. Oh Gott. Ich bin tatsächlich jetzt gerade am Überlegen. Oh Gott. Er kriegt Albträume. Ich habe eine Idee. Angelika Merkel? Angelo Merte, bitte. Angelo Merkel? Internet ist für uns Neuland. Ja, für uns alle Neuland. Das, glaube ich, war der geilste Satz dieser Welt.
Erstmal das und zweitens hat sie damit auch die Jugend angesprochen. Für uns alle. Ja. Natürlich. Wir wachsen nur damit auf. Ist in Ordnung. Angelo ist in Ordnung. Geh wieder mit deinen Plastikpuppen spielen. Bitte. Aber lass uns Erwachsene in Ruhe. Mit welchen Plastikpuppen? Oh, just a... Meinst du mit der Gummipuppe? Richtig. Oder meinst du die Gummipuppe? Richtig. Was? Welche Gummipuppe meinst du? Weiß ich auch nicht. Okay, jetzt, ja. Das wird jetzt lustig. Achso, du hast eine Chip bekommen. Ich hab gedacht, du bist gestorben. Ich bin tot. Ich lebe. Mano. Okay. Haben wir genug davon? Nein, haben wir nicht. Justin? Ja? Haben wir noch ein paar Powerbanks frei? Weiß ich nicht. Ich frag nur für einen Freund. Ach. Ich frag wirklich für einen Freund. Hast du es nicht gelesen, was da unten stand? Wo? Dass die Genghis in Lumad gestorben. Okay, gut, aber du bist nicht gestorben, das hast du selber geschrieben. Ja. Komm denn. Wir haben keine, oder? Kannst ja mal Bank eingeben. Aber du kannst dir locker genug. Eine 25 Millionen bauen. Ist kein Problem. Ich würde tatsächlich was ganz anderes machen. Nein, du nimmst dir keinen raus. Nee, ich mach keine. Ich mach das anders. Wir haben so viel Überschuss, ich mach einen neuen Tesseract einfach. Teams Logic. Ja. Und? Hat's geklappt? Ist er drin? Okay, gut, das klingt falsch. Ist er drin? Es passt gerade alles. Bei mir ist gerade ein Touchdown. Ist er drin? Also, hat gepasst. Hat gepasst, jawohl. Ah. So, ja, jetzt wird's gleich richtig lustig. Fuck. Ach, guck mal. Der Justin, der baut noch weiter. Ich warte jetzt einfach noch so auf den Tesseract. Ich hoffe, ich habe genug Ender. Benutzt aber dieses Enderblend, ne? Also dieses, das, was ich da gemacht habe. Dieses Pulverize, das geht schneller durch die Schmiede. Okay. Wir haben Pulverize ja noch genug Ender. Gehabt. Kannst du mir sagen, ob wir noch 20. Enderleitungen haben? Die habe ich hier in meinem Inventar, warte. Kein Problem, ich mach neue. Wir haben ja genug. 45 nur noch. Okay. Ich habe noch mal ein paar gemacht. Ja. Der ist schon da. Hier von der Mitte rausfinden. Ich möchte sagen, es tut mir jetzt schon leid. Ich will die Minen von Moria jetzt haben. Man darf mir sowas nicht in den Kopf setzen. Die sind aber echt groß. Ja. Du wirst gleich sehen, wie groß hier alles gleich wird. Entschuldigung. Du wirst dich wundern. Es dauert nicht lange, so ein bisschen nur. So. Machen wir erstmal einen. Ich will das ja, oder? Wobei? Hm. Warte mal, wenn ich 16 habe, dann muss ich doch bei 7 den nächsten Block setzen. Also nicht bei 7, sondern bei 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt. Ja, das ist die Mitte. Ah, nicht ganz. Der muss hier hin, ne? Nee. Ich würde den sogar. Nee, passt. Nicht? Nicht. Also. Damit du verstehst, was ich hier mache. Ja, ich schau dir gerade zu. Ihr guckt uns allen zu, glaube ich. Baut ihr das jetzt alles ab, was in dem Feld ist? Ganz richtig, ja. Naja.
Du wirst es ja gleich sehen. Mist, ich brauche noch Truhen. Okay. Moment, Truhe. Mist. Sorry. Kannst du die Monster gerade ausmachen? Ach, warum denn? Das können wir. Wir haben noch hell. Ja, aber ich bin unter Tage. Dann komm über Tage. Oder hast du gerade deine Tage? Ich habe sie gerade. Reiz mich nicht. So. Insertieren. Fuck it! Haben wir noch diese Beschleunigungs-Dinger da? Diese Bells? Ja, diese Geschwindigkeitsteile da. Förderbandbänder heißen. Nee. Diese Geschwindigkeits für die Item Conduits. Nee, die haben wir leider nicht. Okay, dann gehe ich die nochmal machen. Du weißt, dass du große Größe auch festlegen kannst. Geht das? Man kann die Größe festlegen, seit wann denn das? Was denn? Von den Quarries. Nicht Ender Quarries, von den Quarries. Ja, kannst du. Wie, Justin? Erklär mal. Mit diesen Endermarker, sondern mit den Quarries-Marker, also Landmarks heißen die. Echt? Ja. Wusste ich noch gar nicht. Also ich glaube zumindest auf Englisch heißen die Landmarks oder... Sag mal, was ist denn das an der Truhe, an der du gerade stehst, oder was ist das, was auch immer? Landmark? Ja. Was ist denn das Hellgrüne da hinter der Tür? Moment. Das hier, das sind, genau, Experience. Das haben wir mal gemacht, weil wir, Spaß hatten. Also, nee, tatsächlich. Flüssiges XP. Ja, genau, das ist, wenn du zu viele Essenzbären hast, die dir Level geben, dann kannst du die ja irgendwo ablagern und wir haben uns dafür. Okay, ich hab gleich keine Hobbys mehr, ich hab wieder 1000. Ach Mist, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Wie hieß es nochmal? Essenzbären, 1000 Stück. Steinbruch. Marker? Ja, das heißt Steinbruch. Konstruktionswegmarkierungen, Markt, Platzmarker. Also das ist so ein Platziermarker, genau, ist ein blauer